So, also ich bin jetzt gerade nochmal hier und ich habe gerade mal die Seele von dem in Azuras Stern gezogen und das ist nur eine schwache Seele. Also das ist ziemlich schwach. Das brauchen wir denn wohl nicht machen. Ja, ist ein bisschen schade. So, jetzt sind wir bestimmt gleich wieder an dieser Stelle mit dem... Ja, hier ist es. Bevor wir da jetzt reinrennen, machen wir mal so. Zack. Gut, na, den können wir wieder mitnehmen. Oh, jo. Okay. Der Handlanger kann es jetzt machen. Boom. Ja, aber der... Hä? Wo ist denn der hin? Hä, wo ist denn jetzt hin? Hat es den aus der Existenz gepustet? Will das jetzt nicht nochmal machen. Kann man das nicht deaktivieren irgendwie? Wo ist mein Handlanger? Oder ist er tot? Der ist ja nicht tot, ne? Machen wir so, dann gehen wir mal einmal zurück. Zack. Wird schon wieder hochgezogen. Wo ist der? Will nicht, dass er tot ist. Mal gucken. Ja, ich kann ja an der Seite vorbeigehen. Das hat der noch nicht hingekriegt. Was ist hier so viele? Als ob. Und wir haben eine ganze Menge Steine, denen wir dann was machen können. Dann gehen wir jetzt einfach hier mal durch und gucken mal, ob der denn wieder da ist. Macht, ist er bestimmt. Ist er bestimmt. Noch mehr Silber, ja. Was haben die denn hier gemacht, ey? Richtig Alchemie. Und da hat man schon sein Schwert gehört. Genau, da ist er. Ja, der hat da einen ganz schönen Trick gemacht, ne? Dass er hier an der Falle sich vorbei teleportiert. Hoch. Wir hatten mich jetzt schon gesehen. Wo denn? Psst. Oh ja. Ein normaler. Bam. Sogar mit Zeitlupe. Was ist das? Ist ja albern, denn... Gut. Nehmen wir natürlich mit. Dann müssen wir mal gucken, ob wir aus Knochenmehl irgendwas Vernünftiges machen können, dass wir da mal Alchemie ein bisschen weiter skillen. Die Tränke können wir dann auch einfach verkaufen. Das ist ja dann kein Problem. Das verbrannte Bücher. Nur, dass wir da einfach mal ein bisschen höher kommen. Brauchen wir zwar noch nicht, aber zum Leveln ist es ja auch gut. Mal wieder auf Fallen aufpassen. Die denn der Handlanger für uns auslöst und die uns denn erledigen. Hier latscht schon wieder einer irgendwo. Da. Und zack. Gut. Ist auch gar nicht schleichen, bin ich ja auch schon relativ hoch. Deswegen dauert das bestimmt auch immer so lange. Bis wir da mal einen Punkt für kriegen. Die ganzen... Ups, nee. Achievements, die wir da schaffen. So. Da ist nirgendwo was. Wie groß ist denn das jetzt hier schon wieder? Ja, okay. Ich glaube, ich springe jetzt mal zur nächsten Stille, wo es ein bisschen interessanter wird. So, laut Karte ist es jetzt nicht mehr so weit. Also das ist wahrscheinlich hier die große Kammer. Oh, da hört man schon die Musik, ne? Fürs Wort. Ach, ist wieder das Problem hier. Und schnell. Und schnell. Jetzt wird bestimmt auch... Oh ja. Der Handlanger gleich gegrillt. Oh, ich beschwöre mal schnell noch einen Frosttypen. So, der ist... Oh ja. Was ist das denn? Ach, das ist der, wo der gesagt hat, der hat das Zeug entwickelt. Der hat die Flasche... gemacht. So. Oh ja, der hat gerade einen Frostgeist beschworen, oder? Ja, was hat denn der gemacht? Man weiß es gar nicht. Huch. Ist aber nur ein Ruheloser hier. Ist es ein Totenbeschwörer?
Okay, aber das sind nur blöde Ruhelose. Ich glaube, wenn man jetzt so einen wiederbelebten... Huch, der ist ja stark. Moment mal. Der steht gerade frei. So. Und Untote sind schwach gegen Feuer. Der hängt in der Luft fest. Ja, schade für den. Oh, Stufe 60 und Level auf. Gab's da... Oh. Gab's dafür? Ah, nee. Guck mal, wir können ja ein Level aufmachen. Dann haben wir wieder voll. Das ist ja doof. Oh. Nee, wir gehen mal Magicka. Ah, nee, wir haben jetzt zwei Punkte. Einen haben wir schon mal aufgehoben für den Schmied. Jetzt können wir noch einen vergeben. Für Beschwören am besten, ne? Wo ist denn das schon wieder? Ja, wir sind bei den meisten Sachen schon ziemlich weit, die wir immer benutzen. Alchemie ist eigentlich... Oh, Illusion ist auch bald voll. Hier. Stufe 60. Was gibt's hier für 75 Erstexperte? So, doppelte Wirken hält er länger. Ja, okay. Hier brauche ich 70 für größere Entfernung. Und hier doppelte Lebensdauer. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und hier sind die stärker. Brauche ich 80 für. Zack. Ja, da kassiert er ordentlich. Huch, jetzt hat er ein Schild. Wenn wir den... Oh ja, da haben wir ihn unterbrochen. Mit irgendwas. Und nochmal. Ist er... Er hat widerstanden. Das ist zu gefährlich. Der macht ja richtig Schaden mit seinen blöden... Oh, können wir... Wir haben bestimmt irgendwo einen Zaubertrank mit... Was kann man hier denn machen? Frostresistenz. Oh. Haben wir bestimmt. Starke... Nee, das ist Anfälligkeit. Ich brauche einen Resistenztrank. Hier, Feuerresistenz. 30%. Zack. Eingeschmissen. Jetzt müssen wir irgendwo noch Heilung herholen. Hier. 1, 2, 3, 4. Oh, ich war fast tot. Das ist ja gefährlich. Höchste Heilung 150. Ja, jetzt sind wir wieder voll. So, Moment mal. Der ist er. Schon wieder getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir noch mehr? Wir haben noch mehr. Da haben wir zwei Tränke von. Ich mache hier so ein bisschen rum. Vielleicht können wir dem ja ein bisschen ausweichen. Hoch. Das war er gar nicht. Wieso? Hat der meinen Feuergeist umgedreht? Ist es so? Okay. Ich beschwöre einen neuen. Der Alte ist noch da. Der Alte bleibt da. Ja. Ich glaube, so einen Zauber habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich schreie den mal nochmal an. Vielleicht wirkt es jetzt doppelt. Das wirkt doppelt, oder? Viel Schaden hat er vorher nicht gekriegt. Oh, jetzt geht der Feuergeist auch noch mit drauf. Und zack! Der sah ja aber auch verrückt aus. So, jetzt haben wir einen. Ja, das brauchen wir alles nicht. Den... Das nehmen wir aber auf... Oh, wir haben die Tür mit dem aufgemacht. Huch. Er hat den nicht gehabt? Der hat doch so einen coolen Stab gehabt. Den können wir nicht nehmen. So. Erstmal jetzt, bevor hier irgendwas schief geht. Und sogar ein Level auf. Haben wir gekriegt? Ja. So müsste das eigentlich aussehen, wenn die kaputt gehen, die Beschworenen. Hier oben, ja. Sehr cool. Finde ich fürs Todeszeichen das zweite Wort. Leiden, Todeszeichen. Ja. So. Haben wir, hier ist nur ein Seitenraum, da gehen wir trotzdem mal rein. Wort der Macht gelernt, Leiden, Lebenskraft entziehen. Ist es in beiden Rufen drin? Kräfte. Nee, Schreie. Lebenskraft entziehen. Hier... Leiden, ja, das ist das letzte Wort. Oh, da kommt die Musik. Entzieht dem Ziel 20 Sekunden lang 2 Gesundheitspunkte. Ah. Ah, okay. Also 40. Naja. Lebenskraft in... Wie soll ich denn das zweimal hier drin, hä? Warum ist denn der... Hä? Todeszeichen, aber hier? Jo, Moment mal.
Saugen, das ist da auch mit drin. Das hätten wir die ganze Zeit aufwerten können. Okay. Aktivieren. Ja. Nochmal aktivieren. Zack. Stufe 3 Todeszeichen. Das ist ja krass, denn... Denk... Geht's da jetzt demnächst richtig ab, wenn wir damit Leute anschreien? Ah ne, da kommen wir zurück. Dann dürften wir gar nicht mehr klarkommen. Der ist auch noch da. Ach stimmt, haben wir ja geskillt. Doppelte Lebensdauer? Ach ja, hier muss ja jetzt auch irgendwo das... Nee. Die Flasche sein. Aktivieren, alte... Hä, was muss ich da reinmachen? Woher weiß ich denn das, was ich da... Ah, stimmt, da muss man... Der hat mir so einen Trank gegeben, den ich da reinkippen muss. Jetzt passiert's, ne? Jetzt steht da, dass es leer ist. Oder kommt jetzt noch einer an? Hallo? Wachs mal weg, ich bin nicht feindlich, ich will nur alles klauen. Hier ist ja richtig viel Zeug drin, das nehmen wir alles mit. Oh. Wir nehmen erstmal das Zeug mit. Nicht, dass es hinterher heißt, du hast es geklaut. Und dann greift mich irgendwas an. So, jetzt nehme ich hier alles mal mit, was ich so finden kann. So, und wir wollten ja ein paar Tränke brauen. Jetzt habe ich hier alles mitgenommen. Dann machen wir das einfach mal. Wir haben auch eine Menge Todesglockenblumen mitgebracht. Da können wir auf jeden Fall... Aber wir haben nichts anderes, ne? Was? Außer die Tollkirsche, die eine. Und Koboldschemel noch. Aber Nirnwurz brauchen wir sonst noch. So, dann gucken wir jetzt mal. Womit wir... Nein, machen wir nicht. Womit wir das Knochenmehl kombinieren können. Was haben wir hier? Blau. Was haben wir hier? Guck mal, wie er redet. Mit dem einfach mal. Zack. Und noch ein bisschen experimentieren. Die Bienenstockhüllen sind ja ziemlich schwer. Haben wir auch nur. Ja, schade. Bärenklauen ist auch relativ... Da haben wir viele von. Das ist ja... Da wissen wir noch gar nichts von. Ja. Yeah. Ups, jetzt habe ich es aus Versehen nochmal gemacht. So. Naja. Okay. Wenn wir jetzt hier noch Agica-Reinkarnation sinken, ist ja. Huch. Ah, das kannten wir schon. So, was haben wir noch so? Die. Ups. Ach, Mann, ich verwechsel die. Tasten. Glühstoff, ne, den behalten wir immer noch. Grassamen. Großes Geweih ist auch nicht so schwer. Hexenrahmfedern können wir aber nutzen. Nö. So, dann nehmen wir jetzt doch noch mehr. Wieso haben wir davon nur 10? Wir haben noch voll viel davon mitgenommen. Ausdauer senken. Können wir hier was mitmachen? Ja. Ah, cool. So, damit haben wir auch ein bisschen reduziert, weil das Knochenstaub wiegt, glaube ich, auch 0,5. Und das andere ist weggegangen. So, kaputt ist weißes. Oh, ist kaputt. Ist ja ungünstig. So, jetzt müssen wir es zurückbringen. Gucken wir mal jetzt noch, wo es... Wo wir hier rauskommen. Bestimmt einfach irgendwo oben, dass man also ganz schnell zum Ausgang wieder kommt. Und dann freut er sich bestimmt. So. Naja doch, da wäre man sonst nicht hingekommen. Ach, hier. Ja, und er versperrt natürlich wieder den Weg. Hau ab, Mann. Hier ist der Hebel, ja. Und ganz... Ach, hier, wo ich mich gefragt habe, warum man denn da hin soll. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt zu dem Typen zurück. So, hier wohnt er. Eigentlich... Gut, ist gerade Nacht. Wahrscheinlich... Ach, da ist er. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich... Ja, guck mal hier. Chemie ist simpel. Es sei aber es, ja, es ist beschädigt. Entspricht sämtlichen Beschreibungen des Fläschchens, die ich in den Überlieferungen gefunden habe. Aber wenn es ausläuft, werden wir es nie erfahren. Wie habt ihr es denn geschafft, es zu beschädigen? Das habe ich nun davon, dass ich es nicht selbst geborgen habe. Das dachte ich mir. Ihr besitzt wohl auch gar nicht die nötigen Kenntnisse, um das Fläschchen beschädigen zu können, selbst wenn ihr wolltet. Wie dem auch sei, damit wäre dieses Thema beendet. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ich bin nicht in der Stimmung, Gäste zu unterhalten. Ihr findet sicher selbst hinaus. Hier,
Das ist für eure Mühen. Toll. Ach, mit Quintus können wir jetzt reden. Wer ist das denn? Ach, der. Oh. Er hat noch einen tollen Trick. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich weiß, dass mein Meister manchmal etwas kurz angebunden sein kann. Er hat mir nur 5 gegeben, nee. Hier, das solltet ihr haben. Auch wenn das Fläschchen beschädigt war, glaube ich, dass eure Bemühungen eine Belohnung verdienen. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich möchte mich um Norelion kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass er an seinen letzten Tagen weniger Schmerzen leidet. 500? Dachte, ich kriege jetzt eine... Oh, auf Seitenwegen. Ach, bestimmt, weil wir genug Nebenquests erfüllt haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir jetzt so eine coole Flasche kriegen. Aber, ja. Oh, können wir hier noch rein? Gibt es da irgendwas Tolles? Vielleicht ein Stein von... Ja. Schade. Oder hier unter... Oh, da ist ein Buch. Sehr gut. Ach, schade. Schade, schade, schade. Moment mal, wenn wir schon mal hier sind, gab es hier nicht noch 2 Quests zum... Auch speichern erstmal. Zum Einbrechen? Ist mir gerade so, ja. Dann mache ich nämlich das und das ist beides Windhelm, genau. So, ich bin jetzt hier nochmal in der Karte. Ich habe beide Sachen geklaut. Und ich habe immer noch einen von diesen verschiedenen Dingern, die, wo ich bei dem einen, wer ist Lot? Ah, okay. Ist anscheinend irgendwo anders, aber eine Erzprobe sollte ich immer nochmal beschaffen. Ich weiß nicht, von wem das ist, ob das aus der Diebesgilde kam. Oder von irgendeinem so aus Riften, aber es kam auf jeden Fall von da. Dann gehen wir jetzt mal nach hier und holen dieses Zeug da ab. So, jetzt müssten wir gleich da sein. Da ist auf jeden Fall die Stadt, genau. Schorstein. Sind das alle, die hier wohnen? Hallo. Ich bin wegen Elgrim. Hoffentlich ist es der aus der Gilde. Dieser Elgrim würde seine Hosen vergessen, wenn seine Frau ihm nicht beim Arzt... Okay. Sagt Hafjörg, sie könne sich für ihre Mühen so viel davon nehmen, wie sie für angemessen hält. Okay, Quecksilberärzten zugefügt. Bring die Erzprobe, okay. Das fragen wir mal. Der Bauch galt mal als ganz gewöhnliche Eisenmine. Wir beuten sie schon seit Jahren aus. Und dann, kurz bevor die Spinnen sich da eingenistet haben, fanden wir diesen Erzbrocken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich möchte wissen, womit ich es zu tun habe, ehe ich anfange, das Zeug aus der Erde zu buddeln. Mhm. Also sind... Ist die Mine nicht... Okay. Das stimmt damit nicht. Hätten Grogmar und mich fast... Ich fürchte, dass sie die Mine bald verlassen könnten, um nach Nahrung zu suchen. Dann stecken wir es durch. Okay. Die sind so nutzlos wie das 5. Rad am... Was bringt es denn, diesen Ort zu... Ja, mach ich. Wenn ihr Wort haltet, fülle ich eure Taschen mit so viel Geld, wie ich auftreiben kann. Sehr gut, dann machen wir das jetzt noch. Und wenn da Quecksilber drin ist, das können wir ja auch... Ja. Können wir ja auch zu... Wo ist denn die Mine denn bitte? Hä? Zu Erz machen? Dass ich eine Erzprobe hinbringe, aber wo ist denn die... Oder, weil ich die noch nicht entdeckt habe. Die Rotbauchmine von Spinnen. Ist es einfach nur die, die da angezeigt ist? Ich will nicht für euren Tod verantworten. Ach, das ist die hier bestimmt, ne? Was sagt denn jetzt? Hallo? Machen, die in den Lüften Feuer spucken. Das ist Rotbauchmine, jawohl. Alchemie. Tja, oh. Das alles nicht so richtig verstanden. Okay. Ich mach mich aus dem Oh. Das sind ja viele, denn beschwören wir mal einfach den Feuergeist hier mitten rein. Naja. Ah, das sind schon eine ganze Menge. Wir machen mal... Jetzt habe ich den auch getroffen. Hä? Okay, wir machen das anscheinend nochmal. Dann stellen wir jetzt... Dass die sich auch in den Weg stellen müssen. Warum kommt der mit rein? So, dann machen wir es... Ups, einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja... Ohne, dass wir den... Irgendwie treffen... Den rufen wir eben nicht. Das war schon alles? Wirklich? Ist die andere nur gelähmt oder wirklich schon tot? Ah, die war nur gelähmt. Jetzt ist sie tot. App. Auch weg.
will das Gift eigentlich gar nicht mitnehmen. Wir haben die Taschen voll mit allem möglichen Zeug. So. Oh, hier geht's ja tief runter. Ey gut, wenn die das schon seit Jahren machen, ist ja denn zu erwarten, ne? Hoch. Kann es sein, dass sie gar keinen Schaden an mir machen? Weil ich so ein krasser Typ bin? Ups, okay, die ist auch weg. Ja, das war's. Das haben die nicht geschafft. Ja, gut, waren auch ein paar mehr, ne? Eben, als ob. Okay, das müssen wir dann auf dem Weg nach oben alles noch begucken. So, das gab jetzt insgesamt 3 Erzvorkommen da drin, alle Ebenerz. Ich weiß nicht. Oh, können wir die klauen? Ist es geklaut? Nö. Weiß nicht, warum der mir jetzt Quecksilber gibt, wenn da drin alles voller Ebenerz ist. Aber gut, wir nehmen es trotzdem. So, wir haben es geschafft, Mann. Die Spinnen haben euch durch die Mangel gedreht. Ich hab die... Ja, nee. Allesamt? Das ist ja unglaublich. Endlich können wir die Mine wieder öffnen und Shoas Stein zu altem Ansehen zurückführen. Hier, bitte nehmt dieses Geschenk entgegen als Zeichen unserer Dankbarkeit. Wie lange waren die Spinnen da? 1500. Das muss ja ordentlich gehen, denn... In unseren Adern fließt Stein. So. Dann jetzt zurück nach Rifton, wo wir das Zeug abgeben müssen und in die Diebesgilde. Aber gehen wir erstmal hier normal in die Stadt. Also es war beim Alchemisten. Das sagte mir, während er im Bett ist. Okay. Ach nee, das ist eine Frau. Danke. Ja, guck mal. Ich werde dafür sorgen, dass Elgrim die Probe untersucht, sobald es ihm sein voller Termin geht. Okay. Ich habe ihn ein paar Dinge anfertigen lassen. Das war's. Für eure Mühen. Okay. Ah, wir können mal gucken, ob sie... An meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ja. Und... Zutaten, doch. Gucken wir gleich mal, ob wir ihr ein paar Tränke andrehen können. Nirnwurz brauche ich und keiner verkauft es. Geht das nicht. So. Dann verkaufe ich jetzt mal einen. Gucken wir gleich mal in der Diebesgilde, ob sich da was verändert hat. So, jetzt sind wir wieder da. Mal gucken. Irgendwas sagen. Und sie wird euch mit der Zeit reichen. Ja, okay, ich bin bereit. Schwebt euch etwa. Ja, machen wir. Zielpersonen führen ihre. Nee, warte mal. Ich mach's mal später. Ich werde mal ein anderes versuchen. Anderes für das Geschäft finden. Ja, hör doch auf. So. Ja, ich bin bereit. Meine Kunden so. Werden langsam ungeduldig. Okay, Diebstahlaufträge, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Eine unserer Zielpersonen scheint einen wertvollen Gegenstand zu besitzen, den wir gern... Okay, mach ich. Das höre ich doch gern. Also, zieht los. Gucken, was das sein soll. Den muss ich bestimmt das aus der Tasche ziehen, ne? Worum geht's? Ich habe keine Probleme. Wir bringen gute Nachricht. Mein Problem ist, dass die Gilde immer noch so kacke aussieht, obwohl wir schon andauernd... Hier Sachen für die Aledien. Habt ihr etwas gestohlen, was... Ja. Oh, ihr seid wieder da. Dann wollt ihr jetzt wohl bezahlt gut. Werden. So, extra Arbeit bitte. Als ihr bewältigen könnt. Die Frage ist, was wir machen, ne? Das haben wir schon mal gemacht. Wir haben Ausräumaufträge, Raubüberfälle. Das machen wir mal. Erinnern wir die Ladenbesitzer gern daran, dass wir hier das Sagen haben. Ah, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wenn das bedeutet, dass wir ihre Tresore aufbrechen und ihnen etwas Wertvolles... Habt ihr Lust auf einen Einkaufsbummel nach Gildenart? Gut, okay. Denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Jetzt gut. Dies und geht. So, dann... Nun, seid ihr fertig? Was ist denn das in Markarth? Das bringt uns erstmal nichts, glaube ich. Das hier ist... Oh, auch in Markarth. Beschaffe dir... Naja, den hat er bestimmt wirklich. Wenn ich jetzt hier bei ihr nochmal verkaufe, dann sehen wir uns gleich bei Astrid wieder. Willkommen. So, da sind wir wieder zurück. Mal gucken, ob... Machen wir einfach mal... So. Gucken, was sie jetzt... Ach, sie ist hier. Hallo. Gut. Ja. Der Ältestenrat, das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böse, böse Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern.
Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? Ja, wunderbar. Guck. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Das ist natürlich mies. Genug geredet. Sag mir einfach, okay. Ihr Name ist Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vicky wird regelmäßig mit ihren Gästen sprechen, wie es der Brauch will. Wenn sie das tut, tötet sie. Und ich verspreche euch einen beträchtlichen Bonus. Geht jetzt. Und meine Empfehlungen an die Braut. Okay. Bis das jetzt... Okay. Mehr eins... Ja, das will ich doch mal wissen. Eine öffentliche Ermordung, wie ihr das anstellt, bleibt ganz euch überlassen. Okay. In der gegenwärtigen politischen Gesamtsituation wird das Volk annehmen... Den Feindseligkeiten, ja, okay. Jedenfalls wird mit Vickys Tod die reinste Hölle losbrechen. Ihr tätet gut daran, euch schon im Voraus... Na toll. Fluchtweg. Gut, zum Kaiser. Vittoria Vicky ist die erste... Vicky Ach, die Cousine. Zum Kaiser. Ihr Gatte hat Verbindungen zu den Sturmmänteln. Ihre Heirat ist ein Schritt in Richtung Versöhnung. Ach. Ein Mord im Rahmen der Hochzeit würde also nicht nur den Friedensprozess ins Stocken bringen, sondern das gesamte Reich erschüttern. Der Kaiser wird zum Handeln gezwungen. Er wird nach Himmelsrand reisen, um die Folgen des Attentats zu verhindern. Ach so, okay. Warum nimmt der Kaiser nicht an der Hochzeit teil? Ja. Seine Reise nach Himmelsrand war schon seit Monaten geplant und wurde dann in letzter... Anscheinend wurde dem Kaiser klar, dass seine Anwesenheit eine... Okay, ja, ja, ja. Jedoch mit der Ermordung. Und gut. Der Kaiser wird dazu gezwungen werden, hier wieder für Ort zu sein. So, das ist sehr gut. Wenn wir jetzt noch ein paar Sachen verzaubern und dann werden wir schon nach Einsamkeit gehen, ne? Das ist ja... Das ist, was wir machen sollen. Nee, woher, wo? Da war doch irgendwo dieser Seitenraum, wo man hier rein konnte. Ach, hier, ne? Ist aber auch verwinkelt hier drin. Haben wir das schon mal gelesen? Hallo? Erling? Haben wir beide schon mal gelesen? Na, Karte aktualisiert. Gut. Da haben wir bestimmt nichts bei, ne. Wir mal... Ach, packen wir einfach irgendein paar blöde Verzauberungen drauf. Best mit Ausdauer, damit nichts durcheinander kommt. Wir haben nämlich auch ein paar große Seelensteine, die haben nur kleine Seelen drin. Und sogar schwache Seelen in mächtigen Seelensteinen. Das ist richtig blöd gelaufen. Alles durch die... Droger, die wir da gemacht haben. Kleiner Seelenstein. Nee, das brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir nämlich die hier alle. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Die wiegen ja auch ordentlich was. Jetzt machen wir allerdings erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge starten wir dann in Einsamkeit. Sehen wir uns zum nächsten Mal bei Skyrim.